Yo, 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 yo. Ja, ich habe keine politische Botschaft heute Abend. Ich habe nur jede Menge Plätzchen organisiert. Die müssen wir jetzt mal irgendwie unter alle Leute verteilen. Weil wir wollen damit Musik machen jetzt gleich. Also, wenn jeder, der jetzt irgendwie eins von diesen Plätzchen fängt oder so, versorgt bitte seine Umgebung. Alle müssen jetzt gleich ein Plätzchen vor dem Mund haben. Eins nach hinten, habe ich gehört. Hier darf es ja eigentlich gar keinen Bedarf für Plätzchen geben, weil ich habe gehört, ihr seid alle durchsucht worden. Ihr dürft ja eigentlich gar nichts mehr haben. Also jeder, der ein Plätzchen-Paket bekommen hat, geht nach hinten und gibt die weiter. Wir wollen gleich mit diesen Plätzchen Musik machen. Das sind nämlich Musikinstrumente. Ja. Ja, wenn es so lang dauert. Okay, hier will jemand noch kurz was sagen. Ich verteile das mittlerweile weiter. Okay, Leute, sind zwar nicht von der Polizei, aber ich sag den Leuten da draußen alles ein. Wir wollen doch nur frei sein. Wir wollen doch nur Spaß haben. Und die Welt ist dazu da, um nicht von bornierten, mauerköpfigen, eingeschränkten Individuen bestimmt zu werden. Sondern wir sind die Macht und wir müssen die Scheiße in die Hand nehmen. Also tut was, Freunde. Das war's, danke. Ja. Ey, gib mal was rüber hier. Also verteilen ist das Wichtigste. Ja? Nehmen ist gut, aber verteilen ist besser. So, eins für euch selber. Okay, das war's. Du, eins habe ich noch. Jo, jo. Okay, man nimmt dieses Plättchen, ja, mit der Klebeseite weg vom Mund, sonst bleibt es so kleben. Wir wollen alle gemeinsam das Brummen eines Rheindampfers imitieren mit diesen Plättchen. Also verteilt die mal. Ich sehe immer noch Leute ohne Plättchen. Wer hat noch kein Plättchen? Gebt denen mal, ja. Allen, die noch kein Plättchen haben. Also dann dürfen jetzt ruhig alle mitmachen, das ist vollkommen unpolitisch. Ja. Wir wollen einen Sound erzeugen, das Pumpen eines Rheindampfers. Das geht normalerweise einfach, indem man macht. Aber wenn man das Plättchen vor den Mund hält, klingt es gleich viel cooler. Und jetzt wollen wir das mal alle gemeinsam machen, ja? Okay. Das Zeichen dafür, ich muss jetzt mit einer Hand leider das Mikro halten, das Zeichen dafür ist so, ja? Mit dem Plättchen einmal machen, ja? Okay, jetzt nochmal alle absetzen und jetzt ein kleines Versuch. Eins, zwei, drei. Du musst dich auch noch nebenan über den stellen. Ihr macht doch gar nichts. Nehmt euch mal ein Plättchen, lasst euch mal ein Plättchen geben. Wir müssen es wirklich alle machen. Weiß nicht, wie weit ist es mit eurer Solidarität gekommen? So, wir müssen schon alle zusammen ein Plättchen-Sound, das Brummen eines Rheindampfers von uns geben. Okay, nochmal. Ihr alle auch. Ich weiß, Kiffer sind Individualisten und es ist schon eine große Leistung, dass ihr überhaupt hier seid, ist mir klar. Aber jetzt mal alle, gebt denen mal ein Plättchen da und euch. So irgendwie. Okay, noch ein Versuch. Okay, und jetzt versuchen wir mal irgendwie hier die verbleibenden Leute in vier Viertel einzuteilen. Das, was ihr gerade gemacht habt, war sozusagen die kollektive Aufgabe. Jetzt kommen aber noch vier Individualaufgaben. Wir fangen mal mit euch an, wenn wir hier so ab diesem Baum ungefähr so teilen. Ihr alle macht bitte auf dieses Zeichen ohne ein Blättchen das Geräusch eines starken Flugzeuges. Das geht so. Wunderbar, es klappt wunderbar. Dann alle, die zwischen diesen beiden Bäumen stehen, machen bitte auf dieses Zeichen. Normalerweise mache ich so, aber ich habe keine Hand frei. Auf dieses Zeichen, das Geräusch von krächzenden Rabenkrähen. Ja? Es geht so.
Okay, alle, die links von diesem Baum stehen, mal bitte auf dieses Zeichen das Geräusch einer abgezogenen Klospülung. Das geht so. Ja? Da müsst schon alle mitmachen. Ein bisschen lauter brauchen, ohne Blättchen. Die Spezialaufgaben gehen alle ohne Blättchen. Also können wir das nochmal haben, die abgezogene Klospülung, bitte? Wunderbar. Und alle Leute, die hier dazwischen stehen, machen bitte auf dieses Zeichen. Ja. Ein intensives Koitalgeräusch. Ja. Also normalerweise brauche ich zwei Hände. Also besonders für diese Zeichen braucht man eigentlich zwei Hände. Aber ich mache es einfach nochmal. Es geht so. Okay? Okay, alles klar. Jetzt muss ich mal meinen Text raussuchen. Und dann kann es losgehen. Wir machen das Ganze nochmal im Zusammenhang vielleicht zur Probe. Wir fangen alle mit einem kollektiven Brummen an. Ja, das geht so. Und jetzt kommen die Spezialaufgaben, eine nach der anderen. Ja, macht euch bereit. Ja. Erstmal proben. Ja. Klingt alles so ein bisschen müde, aber ich bin auch müde, das ist kein Problem. Ich glaube, ich muss es ohne Text schaffen, ich habe meinen Text verloren. Eine Sekunde. Reggae-Musik! Ja, Reggae-Musik kommt danach. Achso, ich mache keine, nee. Ich dachte, ihr macht. Ja, das ist nicht so leicht. Okay, fangen wir mal an, das heißt das Brummen, ja? Habt ihr volle Getränke? So ein Bier oder was? Ja, ja, nicht ja die Suppe. Vom Rhein ein Brummen, stur und heiser. Ein Frachtschiff, das vorüberzieht. Was kostet das? Und immer leiser, bis es fast den Ohren entfließt. Doch da von oben, gerade vom Himmel, raubt mir ein anderer Ton die Ruhe. Im Mond ein Streifen, grau wie Schimmel. Die Augen zu. Ach, ich sehne mich nach Stille, da wo es niemals Stille wird. Ein Auto fährt, es zirpt eine Grille, nebenan wird kopuliert. In den Pappeln sitzen Raben, krächzen was vom Totenreich. Der unter mir muss Durchfall haben, oder Gäste, beides gleich. Das Leben ist ein lautes Treiben, niemand hilft dir aus der Not. Das Brummen wird wohl immer bleiben, Ruhe bringt dir erst der Tod. Vom Rhein ein Brummen, Stur und Heiser, ein Frachtschiff, das vorüberzieht. Und immer leiser, bis es ganz den Ohren. Dankeschön, viel Spaß noch.